Endlich zeige ich euch meine Disney-Rucksack-Kollektion. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt lange auf dieses Video warten müssen. Ich habe schon einige Nachrichten bekommen. Zeigst du dir endlich deine Rucksack-Kollektion? Ich habe ja vor einigen Monaten schon meine komplette Disney-Taschen-Kollektion gezeigt. Und dann auch versprochen, dass ich mir meine Rucksack-Kollektion zeige, sonst wäre das Video zu lang geworden. Dann kam aber immer irgendwas anderes dazwischen, Disneyland, andere Videos. Aber jetzt habe ich endlich Zeit, meine Rucksäcke zu zeigen. Und seitdem sind auch noch einige dazugekommen, seit der Taschenkollektion, also Rucksäcke. Dann habe ich halt noch mehr zu zeigen. Einer ist noch auf dem Weg, der hängt gerade beim Frankfurt am Zoll. Da blende ich euch jetzt ein Bild von ein. Genau, der gehört demnächst auch noch zu meiner Kollektion, passend zu meinem Disneyland Anaheim Outfit, 65. Geburtstag. Ja, reden wir nicht darüber, das war ein sehr, sehr teures Outfit. Ja, ich habe es aufgeteilt in so Rucksäcke, in Shape sozusagen, und einmal so normale Rucksäcke, so, aber trotzdem mit Disney-Motiv, aber halt so, die ich im Park anziehe, wo ganz viel reinpasst oder auf Reisen oder so. Ich weiß nicht, ihr werdet dann sehen, was ich meine, wenn ich euch die Rucksäcke gezeigt habe. Die meisten Rucksäcke habe ich von Loungefly. Es sind noch einige andere Marken dabei, aber die hauptsächlich habe ich Loungefly-Rucksäcke. Ja, Loungefly macht aber auch einfach die schönsten Rucksäcke. Die Preise weiß ich leider nicht mehr so genau von den ganzen Rucksäcken, aber die Loungefly-Rucksäcke sind ungefähr immer so 70, 80 Euro circa. Ja, die anderen Rucksäcke sind, also ich weiß halt die Preise nicht mehr. Ich würde sagen, dann fangen wir an mit einem Rucksack, den ich schon sehr, sehr oft getragen habe im Park. Der ist von Vans, und zwar, das meine ich mit diesen großen Reiserucksäcken oder so. Ja, das ist hier der von Vans in Minimaus-Optik. Dazu habe ich die passenden Schuhe von Vans. Richtig, richtig cool. Ja, den habe ich schon sehr, sehr oft getragen im Park. Einer auch meiner Lieblingsrucksäcke so. Passt auch sehr viel rein. Ich muss ihn mal waschen, ist hier dreckig. Ihr seht, hier ist noch mein Desinfektionsmittel und mein alter Button hängt hier noch dran. Muss ich aber meinen neuen dranhängen. Puh, Staub. Ja, also der ist von Vans, auch einer meiner Lieblingsrucksäcke, wie gesagt. Und ja, ein sehr, sehr schönes Stück. Dann machen wir weiter mit einem meiner neuesten Rucksäcke. Der hat sogar noch das Etikett dran, weil ich auch noch mein... ich habe noch meinen September-Haul noch nicht gedreht, deswegen ist er noch voll eingepackt. Mein Baby-Yoda-Rucksack von Loungefly. Ihr seht, es ist noch komplett eingepackt, habe ihn noch nicht getragen. Aber ich liebe ihn sehr. Ich bin ja ein riesen Baby-Yoda-Fan. Wer es noch nicht weiß, falls es jemandem noch nicht aufgefallen ist. Ja, riesen Baby-Yoda-Fan, deswegen musste der Rucksack sein. Es gab schon einige andere Rucksäcke, aber... der ist wirklich zuckersüß und auch von Loungefly und ich bin richtig verliebt in den. Ich würde sagen, ich mache immer so einen Wechsel. So einmal so einen Rucksack, einmal so einen Rucksack. Dann machen wir weiter mit einem großen Rucksack sozusagen. Den hatte ich auch leider noch nie an. Der ist auch von Loungefly. Den habe ich bei EMP mal gekauft. Übrigens, die meisten Rucksäcke habe ich eigentlich von EMP. Wenn ich so drauf gucke, ein paar von Shop Disney... aber wirklich die meisten habe ich von EMP. Ja, der Ariel-Rucksack hier, den, wie gesagt, den hatte ich noch nie an, aber ich finde den ganz schön, da Ariel auch einer zu meiner Lieblingsprinzessin gehört. Also Belle ist meine absolute Lieblingsprinzessin, aber Ariel kommt an zweiter Stelle. Passt auch sehr, sehr viel rein und ja, den muss ich mal mit in den Park nehmen. Den Rucksack, der gerade zur Jahreszeit passt und der auch seit kurzem dazu gehört zu meiner Kollektion, ist dieser wunderschöne Kürbis-Rucksack von Loungefly. Den gab es bei Shop Disney für gefühlt 5 Minuten, dann war er ausverkauft. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel Glück. Ich gucke nicht jeden Tag in Shop Disney rein um 9 Uhr. Aber an dem Tag hatte ich wirklich Glück, dass ich reingeguckt habe um 9 Uhr.
Und dann habe ich ihn auch bekommen, weil ich den von letztem Jahr finde ich noch einen Ticken hübscher, muss ich sagen. Aber den habe ich ja, den habe ich nicht bekommen und bei eBay kostet der, glaube ich, mittlerweile 300 Euro oder so. Deswegen durfte der bei mir einziehen und ja, ich bin echt happy, jetzt einen Rucksack zu haben, der passend zur Halloween-Season ist, obwohl wir ja zurzeit nicht in Disneyland dürfen. Ja, weiter mit einem der... Wie nenne ich die Rucksäcke denn? Also egal, ihr wisst, was ich meine. Jetzt muss ich das gerade mal zumachen, damit ihr das auch schöner seht. Ist auch schon ein bisschen dreckig. Der Samsonite-Rucksack, den habe ich oft im Urlaub dabei oder auf Städtereisen, weil er sehr dezent ist, aber trotzdem hier unten eine kleine Mickey hat. Und hier auch die, die Hände von Mickey drauf sind. Ja, wie gesagt, den habe ich sehr, sehr oft dabei im, auf Reisen oder auf Städtetrips oder so, weil er auch einiges reinpasst und der halt auch sehr, sehr dezent ist. Also den mag ich auch sehr gerne und ist auch schon sehr, sehr oft mit mir durch die Gegend geflogen. Dann, ja, ein weiterer sehr begehrter Rucksack in der Disney-Community. Da hatte ich auch Glück, ihn bekommen zu haben bei EMP. Oh, da ist nochmal das Portemonnaie drin, das kann ich euch gerade zeigen. Genau, also der Cinderella-Rucksack, ja, der wird mittlerweile auch sehr, sehr hoch gehandelt. Also ich habe hier wirklich eine Wertanlage. Irgendwie sind die ganzen Disney-Sachen irgendwie Wertanlagen, finde ich. Wenn man, wenn es begehrte Stücke sind und die dann schnell ausverkauft sind, werden die ja echt zu horrenden Preisen bei eBay angeboten. Ja, also ein weiterer Rucksack, der Cinderella-Maus-Rucksack mit dem passenden Portemonnaie. Habe ich mir damals auch zusammen bei EMP bestellt. Ich finde ihn sehr, sehr schick. Es ist halt meine Farbe, ist halt rosa. Ich bin halt ein rosa Mädchen. Und ja, hier an der Seite muss ich sagen, die Qualität sehe ich gerade. So langsam löst sich das so ein bisschen hier. Also hier auch an der Schleife muss ich sagen. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja. Also so an einzelnen Stellen löst sich schon das Leder so ein bisschen. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen schade. Ja, ich muss die auch, ich lagere die ja in so Boxen auf meinem Schrank. Ich werde da jetzt auch so Füllmaterial reinpacken, dass sie auch nicht so zerdrückt werden. Und damit, ja, sozusagen das Material geschont wird. Also ich habe die eh schon nicht draußen stehen, weil Sonneneinstrahlung und Staub und so auch nicht so gut ist für so Taschen. Deswegen habe ich sie in Boxen. Und ja, ich werde da jetzt noch so Füllmaterial reintun, damit das besser für die Rucksäcke ist. Ja, weiter geht's mit dem anderen Typ. Das passt eigentlich ganz gut bisher so im Wechsel. Jetzt muss ich auch mal die Reißverschlüsse wieder zumachen. Tamti-tamti-tam. Oh, jetzt hängt's. Egal. Also, ein weiterer Rucksack ist hier dieser rosafarbene Rucksack, den habe ich auch von EMP, aber der ist nicht von Loungefly. Keine Ahnung, der war nicht so teuer. Den gab es auch mal in hellblau, aber ich habe ihn, wie gesagt, rosa Mädchen, also habe ich mir in rosa geholt mit Minnie Maus. Ja, gibt es nicht so viel zu sagen. Zudem ist halt einfach ein Rucksack, wo viel reinpasst. Das ist ja bei den Loungefly-Rucksäcken ja leider nicht so der Fall, aber optisch sind sie einfach der Knaller. Also optisch für Fotos und so. Ich liebe sie einfach und deswegen meistens nehme ich dann noch irgendwie eine Tasche mit oder so in den Park, wenn ich nicht alles in den Loungefly kriege, aber einfach von der Optik ist einfach wunderschön. Und ich trage die, muss ich sagen, jetzt auch hier zu Hause privat, so auf der Straße oder so. Das zeige euch gleich an, den hatte ich letztes Jahr so oft an und da wurde ich auch so oft angesprochen in der Stadt, wie cool denn der Rucksack ist. Ein weiterer Rucksack zu einer Season und zwar der Christmas Season, also Weihnachten. Ha! Also, mir fehlen da wirklich die Worte von dieser Optik, von dieser Schönheit. Ach, dieser Rucksack ist einfach perfekt. Mickey Mouse als Santa Claus in einem Samtoptik. Dann der Gurt hier, der so glänzt. Dazu habe ich ja die passenden Ohren. Und oh, das ist einfach wunderschön. Und da war letztes Jahr bei Shop Disney im Sale, bei Shop Disney US. Und da war dann echt günstig nach Weihnachten. Ich habe den noch nie getragen, weil, wie gesagt, ich habe ihn nach Weihnachten gekauft. Deswegen wird es dieses Jahr zum ersten Mal getragen werden. Und also
Also dieser Rucksack, der ist, also ich liebe ihn jetzt schon. Ich kann es kaum erwarten, ihn tragen zu dürfen. Er ist so schön, er ist so schön. Ja, wie man sich an Rucksäcken erfreuen kann. So, dann weiter mit einem Rucksack, den ich ewig nicht mehr anhatte. Der ist von Cath Kidston. Das Praktische bei dem Rucksack ist, den kann man super klein zusammenfalten. Das heißt, wenn man in Urlaub fährt oder so, kann man den echt gut einpacken und mitnehmen. Ist halt nicht gefüttert oder so, ist halt einfach nur so ein Stoff mit Reißverschluss. Ja, den hatte ich schon mal im Park an des Öfteren, aber ist auch schon länger her. Aber ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich ganz hübsch und deswegen viel zu schade, ihn zu verkaufen. Ja, jetzt habe ich noch drei von den stylischen Rucksäcken und einer von diesen normalen. Würde ich sagen, zeige ich euch jetzt noch zwei stylische Rucksäcke. Dann einmal von dem, von dem ich eben gesprochen habe. In der Innenstadt wurde ich sehr, sehr oft angesprochen. Da ich die Rucksäcke ja auch privat trage, wurde ich sehr, sehr oft angesprochen, dass ja, wie cool mein Rucksack denn bitte ist. Und zwar dieser schöne Olaf-Rucksack. Der ist auch von Loungefly, auch von EMP. Das Coole ist, die Arme kann man hier so, kann man bewegen. So. Und der ist auch ein Ticken größer als die normalen Loungefly-Rucksäcke, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und der ist einfach cool. Ich finde den echt, echt mega und ja. Sehr, sehr viele Leute haben mich darauf angesprochen, wie cool denn bitte dieser Rucksack ist. Ja, ich muss auch, also ich, Mini, Mickey als Santa Claus finde ich nochmal einen Ticken besser, aber Olaf ist auch schon richtig, richtig cool. Und ich mag auch die Größe. Also die Loungefly könnte mehr von diesen, von der Größe rausbringen, anstatt von den anderen Größen. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Loungefly, weil die anderen letzten zwei Rucksäcke sind von einer anderen Marke. So, das ist mein letzter Loungefly-Rucksack aus meiner Kollektion. Der gepunktete Minnie-Maus-Rucksack. Ich fand ihn sehr, sehr schön, weil ich auch dazu passende Ohren habe und auch eine Bluse. Also nur in diesem Punkte, die Bluse habe ich von Primark und deswegen passt es eigentlich ganz gut. Und ja, den kann man auch super im Alltag tragen, finde ich. Also der ist jetzt nicht so, also so extrem wie jetzt zum Beispiel der Santa Mickey. Ja, also einfach ein Standard. Ich finde, es ist so eine Standard-Loungefly-Dings. Also es gibt ja Mickey und Minnie immer so. Ich finde, das ist so ein Standardmodell. Auch bei EMP gekauft. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die letzten zwei Rucksäcke aus meiner Kollektion. Ja, es sind weniger Rucksäcke als Handtaschen. Obwohl es schon sehr viele Rucksäcke sind. Aber Handtaschen habe ich dann noch mehr, obwohl ich Rucksäcke praktischer finde, auch im Alltag oder auch im Park, weil man dann die Hände frei hat. Aber das ist Geschmackssache. So, der letzte normale Rucksack, den habe ich auch gerade sehr, sehr oft in Benutzung in Freizeitparks, deswegen hängt er auch noch mein Ohrenhalter dran, ist dieser Rucksack, den gab es bei Shop Disney zu so einer Aktion. Ich glaube, da hat er nur 15 Euro oder so gekostet. Der Normalpreis war, glaube ich, 30 Euro, aber der ist echt der Renner. Also, ich habe sehr, sehr viele Leute gekauft. Und auch wurde sau oft in Videos immer kommentiert, woher ich den Rucksack hätte. Ja, der ist von Shop Disney und ja, auch ein sehr, sehr cooler Rucksack, weil er auch für Männer geeignet ist. Deswegen passt auch sehr viel rein und ich bin ein, also für den Preis bin ich super, super happy, dass ich den Rucksack habe. Ja, und jetzt zu meinem letzten Rucksack. Ja, der ist von Aldo. Den habe ich mal bestellt, da gab es nämlich eine Kollektion. Und zwar passend zur Lion King in Jungle Book Season, dieser Rucksack hier mit in Leo-Optik. Und ihr seht, die Leos sind Mickey-Köpfe. Und hier ist auch noch ein Mickey-Kopf. Ja, den habe ich mir den habe ich mir letztes Jahr gekauft. Dazu habe ich auch die passenden Schuhe und noch einen passenden Schal. Also ein komplettes Outfit sozusagen. Von der Größe her ist er so wie die Loungefly-Rucksäcke. Ich bin auch von der Optik her sehr, sehr ähnlich zu den Loungefly-Rucksäcken. Aber wie gesagt, von Aldo. Vom Preis her war er, glaube ich, auch so 50, 60 Euro. Ja, also Aldo bringt auch manchmal Disney-Sachen raus. Ja, Disney-Kollektion raus. Aber ich glaube, die haben die Verkäufe in Deutschland eingestellt. Was ich sehr schade finde. Ja, das war auch schon mein letzter Rucksack. Ja, ihr könnt die gerne mal unten kommentieren, welcher Rucksack euch am besten gefallen hat. Also, es ist schwer, einen Favoriten rauszubringen, aber Santa Mickey
Und Baby Yoda ist schon so ganz oben. Und der neue, der noch kommt, glaube ich, der mit den Schlössern, der wird mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil er auch ein bisschen größer ist. Ja, also gerne unten kommentieren, welcher Rucksack euch am besten gefallen hat. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie viele Disney-Rucksäcke ihr habt. Das würde mich auch mal gerne interessieren. Ansonsten freut es mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schaltet auch beim nächsten Video ein. Abonniert meinen Kanal, liked das Video und ja, dann war es das schon von meiner Seite und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.